Ja, heute stelle ich euch natürlich die Folgebücher von diesem Buch vor. Das ist der Buchstabenmeister, das Lesebuch. Da spaziert ein Bub mit dem Buchstabenmeister durch das Buchstabenland. Und die vier Malbücher in Folge, um das Lesen und Schreiben zu lernen, zu üben, zu praktizieren, habe ich euch in den vergangenen Videos vorgestellt. Und heute kommen wir zu den nächsten zwei Büchern. Und zwar geht es hier um die Mundlaute-Tabellen. Also das Lippenlesen, das Sprechen üben, das Schreiben und die Buchstaben erlernen über die Mundlaute-Tabelle. Ich habe da zwei gemacht, und zwar Bub und Mädchen. Ja, ich gender nicht. Das Buch habe ich geschrieben, bevor diese Modeerscheinung Gendern herauskam. Für mich gibt es zwei biologische Geschlechter, das heißt Bub und Mädchen. Und bildhaft habe ich das natürlich auch so interpretiert. Also, und da steigen wir ein. Da geht es um die Mundlaute-Tabelle. Und ich nehme euch jetzt heraus, das ist für die Mädchen. Und zwar habe ich zum Beispiel modern gesehen, okay, die werden lila Mädchen und Buben werden orange gehalten. Einfach nur so, hat überhaupt keine Bedeutung. Und warum habe ich es in zwei Gruppen eingeteilt? Weil es die Mädchengesichter hervorholt. Und da sind nur Mädchengesichter drin. Das heißt aber natürlich auch, das kann dann die Freiheit bedeuten der Eltern, dass sie entscheiden, das eine Buch zu nehmen oder das andere oder beide, unabhängig vom Sexualgeschlecht zum Beispiel. Es geht um die Gesichtsform, um die Haare. Und es geht darum, dass es mit dem Spiegel übt, wie die Buchstaben gesprochen werden, mit dem Mund, mit dem Atem. Und so habe ich das auch bildhaft vorgehalten. Ich zeige euch natürlich jetzt auch, was ich damit meine. Zum Beispiel, das ist der Buchstabe M. Ich habe da genommen M. Und wer schon mal ein M sieht, weiß, der Mund ist zu. M. Und die Luft geht durch die Nase. Und genau so ist das hier abgebildet. Und damit es auch Spaß machen kann, habe ich es noch einmal größer in leer, also ohne Farbe. Und jetzt kann das Kind das selber anmalen und sagen, okay, das ist der Buchstabe M. Und nochmal Mund zu und die Luft tritt aus den Nasen hervor. Jetzt kommen wir zum nächsten Buchstabe und da mache ich aber ein eigenes Video.